Gut, Josef, wie läuft's in der Schule bei dir? Ja, ganz gut. Ich muss ein bisschen Mathe lernen. Ja? Ah, Mathe ist gut. Stopp. Ha? Zieh dich erstmal aus, ja? Und wir müssen erstmal ankommen in Ruhe. So. Stopp. Fühlst du dich schon spielbereit? Klar. Nein. Wir müssen den Körper erstmal aktivieren. Das zeige ich dir, wie es geht. Leg das Horn mal weg. Dann sehen wir mal. Du treibst doch Sport, oder? Oft ist es schwierig, sofort das richtige Körpergefühl zu haben. In dieser Szene sieht und hört man einen Schüler, der klanglich und körperlich noch nicht bereit ist, auf dem Instrument ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Sich bereit machen bedeutet für viele, dass man anfängt zu buzzen, ein paar Töne spielen. Stattdessen gibt es noch eine Stufe davor. Wir Musikerinnen und Musiker sind Bewegungskünstler, sowohl von den großen als auch von den kleinen Muskeln. Die Durchlässigkeit und der richtige Beginn der kinetischen Ketten geht mit einer Bereitstellung des Körpers einher. Im Leistungssport zum Beispiel, da ist es selbstverständlich, den Körper für die Höchstleistung bereit zu machen. Die Routine, die wir hier zusammengefasst haben, dauert in Wirklichkeit ungefähr 5 Minuten. Eine gute Übung zum Einstieg ist es, den Körpermittelpunkt spüren zu lassen und gleichzeitig die Gewichtsverteilung in den Füßen zu merken. Mit dem Tennisball massieren wir die Faszien unterm Fuß. Erst einen Fuß und dann den anderen Fuß. Sehr gut ist das Stretching der Wirbelsäule und die Weitung des Schultergürtels. Die Fingerspitzen gehen so weit es geht zum Boden. Wir können so ein bisschen leicht hin und her wippen, von links nach rechts. Dann verschränken wir die Arme auf dem Rücken und gehen mit den Händen nach vorne. Das anschließende Strecken und Kirschenpflücken, wie wir gerne sagen, streckt die Wirbelsäule noch einmal nach oben und hat dann sozusagen alle Dimensionen des Stretchings erfüllt. Nun kommen wir zum Gesicht. Wir streichen die Wangen aus. Und wir massieren die Lippen. Durch das Massieren der Lippen werden sie aktiviert und eine größere Beweglichkeit erzeugt. Faszien sind Strukturen, die Organe, aber auch einzelne Muskeln und Muskelfasern, letztendlich aber eigentlich sogar den ganzen Körper umspannen. Und das sind Strukturen, die gehören zum Bindegewebe und hüllen die alle Organe ein. Faszien sind mit einer bestimmten Flüssigkeit gefüllt und gewährleisten eine Geschmeidigkeit und vor allen Dingen eine Verschieblichkeit all dieser Strukturen im Körper zueinander, damit nichts verklebt, damit nichts einklemmt und alles gut beweglich ist. Deshalb ist es gerade wichtig, dass man in Bewegung bleibt und ein ausgewogenes Maß an Bewegung im Alltag unterbringt oder auch ein spezielles Faszientraining macht. Dann beschreib mal, wie fühlst du dich jetzt? Ja, viel offener und freier, also eigentlich viel besser. Dann probier mal.